Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Let's Play Anno 2070. Ja, was haben wir Neues hier in dem Spiel? Es hat eine demokratische Veränderung gegeben. Wir haben nun auch Eco-Angestellte. Das heißt, im Baumenü haben wir jetzt auch den Werkzeugmacher. So, was haben wir hier für neue Zweige? Wir brauchen die Eisenmine. Wir brauchen die Kohlemine. Wir brauchen eine Eisenschmelze, um daraus Werkzeug machen zu können. So, das Spiel wurde gerade gespeichert. Das finde ich übrigens sehr cool. Bei diesem Anno-Teil, generell bei dem Spiel, man sieht hier direkt, welche Grundversorgung man braucht, welche Weiterverarbeitung und welche Endverarbeitung. Das ist hier also in diese Wirtschaftsstufen eingeteilt. So, fangen wir nochmal an. So, wir haben dummerweise keins in unserem Gebiet. Da müssen wir erst noch ein Warendepot bauen. Machen wir uns am besten hier hin. Hier haben wir direkt zwei Stück. So. Das verbinden wir jetzt noch schnell mit unserer Hauptstrecke. Zack. So, jetzt drehen wir uns mal hier rüber und dann schauen wir doch mal. Also Werkzeugproduktion 1. Nicht genügend Baumaterial. Wir brauchen Werkzeug dafür. Wo kriegen wir jetzt Werkzeug her? Ja. Müssen also erstmal gucken, ob wir hier was kaufen können. Erwarte Ihren Befehl. Lager. Ui, Werkzeug. Wie kann ich helfen? 40 Ihre Bestellung Werkzeug. Wurde bestätigt. Die Ware okay. Wurde versandt. Also jetzt kriegen wir 40 Werkzeug. Und gerade gekauft. Man geht die jetzt ein. Warten wir einen Moment, bis die eingeht. Eins haben wir schon mittlerweile wieder. Eins wurde auch schon wieder verbraucht. Ja, Anno 2070. Also ich finde es ein cooles Spiel. Gerade hier mit den Gruppen, die man haben muss. Man muss einmal umweltfreundlich, einmal eher wirtschaftlich. Dieser Konflikt kommt cool raus. Dann finde ich, man kann ja auch unter Wasser spielen. Das ist dann hinterher noch eine Riesensache. Natürlich kompliziert sich das dadurch auch. Und wenn man Anno wirklich intensiv spielen will, geht schon einiges an Zeit weit drauf. Aber gut, so ist das nun mal. Ja, was brauchen wir jetzt? Wir brauchen noch ein anderes Essen. Aber Reis ist hier auch verfügbar. Bestellte Waren stehen zu. Ich hoffe, mein Funktionsumfang entspricht Ihren Anforderungen. So, wir brauchen also auch erweiterte Nahrung. Die können wir aber noch nicht bauen. Okay. So, Werkzeug ist eingegangen. Wie kann ich helfen? Das muss ich jetzt aber abholen. Kommunikation. Da habe ich eigentlich kein Boot. Zu Ihren Diensten. Ich kann hier gar kein Boot bauen. Fällt mir gerade mal irgendwie auf. Doch da. Kommandoschiff startklar. Kommandoschiff einsatzbereit. Okay. Navigation. Wo ist es jetzt? Wird gebaut oder was? Irgendwo. Müsste jetzt gleich mal. Ah, da ist es. So. Das nehmen wir auf. Also die typische Seefahrt gibt es immer noch bei Anno. So, gucken wir mal. Erstmal fahren wir jetzt mal unser Werkzeug hier hin, damit wir weiterbauen können. So. Jetzt gehen wir mal wieder hier zum Werkzeugbau. Machen hier unsere Eisenmine und unsere Kohlenmine. Energieversorgung mangelhaft. So, jetzt brauchen wir erst nochmal Energieversorgung.
Bauen wir doch mal noch ein Windrad hier hin. Beziehungsweise hier hin. Produktivität 100%. Und weiter geht's mit unserer Werkzeugfabrik. Jetzt sind die Rohrmacherei beziehungsweise die Eisenschmelze und dann kommen wir auch schon zur Werkzeugmacherei. So, also die Werkzeugmacherei läuft auch an. Jetzt gucken wir mal hier Holz. Wo haben wir denn viele Bäume? Drehen wir mal wieder hier zurück. Hier bei der Teeplantage. Also. Eins. Zwei. So, dann wieder Wege dahin. Das ist doof. So. Das hat schon 100%. Das ist schon mal gut. Und hier dasselbe. Das hat auch 100%. So, und jetzt geht's weiter. Holz. Und ein Sägewerk brauchen wir noch. Bauen wir das am besten hin. Hier. Gut. So, 100%. Hier sehen wir, dieser Roboter erledigt die Arbeit. Hier, die wirten das, glaube ich, auf. So werden immer wieder neue Bäume gepflanzt. Bauen wir mal noch ein Sägewerk. Weiß ich nicht. Hier hin. Passt. Ja. Die Straßen sind noch einfache Straßen. Aber es läuft, würde ich sagen. Fahren wir erstmal noch ein bisschen. Erkunden, was es hier noch so für Inseln gibt. Das ist hier unser normales Kommandoschiff. Ist kein U-Boot, kann also nicht tauchen. Aber ist ja auch nicht weiter schlimm. Ja, wie gesagt, ich hatte eben schon gefragt, auf welche Strategiespiele wartet ihr? Ja, ich bin mal ganz gespannt, was da so kommt an Spielen. Den Strategiesektor betreffend. Rom 2 kommt auf jeden Fall. Da mal gucken, was das so mit sich bringt, das Spiel. Was ich gestern übrigens noch für ein Spiel gesehen habe, das ist Crit 2 oder Creed oder wie es auch immer heißt. Von den Machern, die auch Dirt 2, 3 gemacht haben. Und die andere Dirt-Reihe. Da bin ich echt gespannt auf dieses Spiel. Scanne unbekannte Küste. Rennspiele. Also ich denke, da werden wir uns auch mit beschäftigen in diesem Jahr. Need for Speed, wie ich schon beim letzten Mal gesagt habe, ist nicht viel von zu erwarten, ist eigentlich immer dasselbe. So, wie ich gerade sehe, uns fehlen finanzielle Mittel. Ich freue mich, behilflich sein zu können. Schiffe kommentiert, bla bla bla. So, das haben wir schon mal gemacht, Schiffe kommentiert. Ja, also das Crit 2, habe ich gestern mal einen Trailer geguckt, sieht echt cool aus. Was ist denn hier eigentlich das Problem? Ah, ich habe die Wege vergessen. Das ist natürlich schlecht, wenn eine Handelsroute nicht gewährleistet ist. So, jetzt ist dieses gewährleistet. Und direkt wird es abgeholt. Gut. Ja, wir sehen, wir machen mit Minus. Für Fahrzeuge. Aha, Fahrzeuge ergänzt gut. Also wir machen Minus, jetzt müssen wir mal ein paar mehr Leute noch in unser Dorf holen.
damit wir mehr Steuern einnehmen. Ja, also Anno ist ein sehr wirtschaftliches Spiel, so wirklich mit Schlachten, die brauchen wir hier nicht so wirklich zu erwarten. Ich glaube, da sind andere Spiele geeignet dafür. Aber ich denke, SimCity kommt ja auch bald. Und dem kommt ja das Spiel doch relativ ähnlich. Und deswegen finde ich gut, dass wir das jetzt mal noch mein Archiv spielen. Datensätze, die in diesem ich stehe jederzeit mit weiteren. Ach, nervt nicht hier rum. So. Jetzt steigen noch weitere Wohnhäuser auf. Und wir sehen schon 10 Euro oder 10 Dollar weniger Verlust. Ja. Ja, GTA 4 haben wir gestern gespielt. Maurice und ich hatten relativ viel Spaß. War allerdings so, dass wir es auf der PlayStation 3 gespielt haben. Und im Vergleich zum PC ist da die Grafik leider nicht ganz so schön. Aber schauen wir mal, bin ich auch echt gespannt, wie sich das bei GTA 5 auf der Konsole, Respekt, wie das da aussehen wird. Also, wir hier ein richtig gutes Leben. Schauen wir mal, ob da wirklich was besser geworden ist. Oder ob sich nur die Landschaft verändert hat. Sind wir mal ganz gespannt. Ja, Watch Dogs habe ich gestern auch noch einen weiteren Trailer geguckt. Ein bisschen längeren, 8 Minuten. Demo sogar. Was man da so machen kann, sieht echt lustig aus. Schauen wir doch mal. So, unsere Wirtschaft geht nach oben. Wir haben schon nur minus 27. So, ich baue mal noch ein paar Häuser. So, jetzt brauchen wir erstmal mehr Stein. Ach so, ich habe übrigens eben auch hier die Oper gebaut. Ein schmuckes Häuschen. Nur so geht das, die Aufsteigung. Was will man mehr? Also wir sehen, wenn jetzt gleich wird noch Lifestyle und Information. Also es wird immer aufwendiger. Wir sind ja auch im 2070. Also hohe Anforderungen. Ja, hier läuft jetzt auch alles. Werkzeugproduktion läuft. Und wir machen wieder Plus. Wir machen Gewinn. Super. Das ist doch das Ziel, was wir haben. So, fahren wir mal in hier die Richtung noch. Gucken mal, was sich da noch so findet. So, Tee funktioniert. Haben die auch alle genug? Ja, super. Nahrung. Ach, die ein wollen Dings. Häuschen, können wir das jetzt bauen? Was will man mehr? Schauen wir mal. Nee, da fehlen uns noch ein paar Angestellte. Registriere Festland. Wir haben neue Insel gefunden. Mehr oder weniger Insel. Kleinere Insel. Schön. Ja, also, seht ihr, wir haben mittlerweile schon plus 30. Also so langsam läuft's. Ah, die Zeit vergeht hier aber auch wie im Flug. Naja, spielen wir noch ein paar Minütchen. Ja, das zu Anno 2070. Ich finde aber generell die Anno-Reihe gibt immer sehr viel her. Bin mal gespannt, was als nächstes kommt. Ich denke schon, dass es einen weiteren Anno-Teil geben wird. Da bin ich doch auch mal wirklich gespannt, was uns Ubisoft da noch so präsentieren wird. Ja, auch unser Channel geht stetig voran. Also das Video von Minecraft hat gestern schon 50 Klicks fast. Also das macht uns doch froh. Das freut hey, Maurice und mich. Ada. Schön, dich kennenzulernen. Falls du was brauchst, sag Bescheid. So, jetzt ich haben wir hier eine Nachbarin sozusagen gefunden. Hier oben auf dieser Insel sehe ich nichts. Sind irgendwo Nachbarn? Ach, hier. Ach ja, ein süßes Dörfchen hier. Wir sehen auch Umwelt. Aktivisten. Ja, Aktivisten, oder?
Aber das finde ich hier lustig, so dieser Konflikt. Aktualisiert. Baue ich industriell? Informationen über andere Individuen stehen bereit. Wenn ich das mache, wird meine Insel ganz schnell verpestet und die Zufriedenheit meiner Bürger sinkt. Baue ich umweltmäßig, habe ich natürlich immer das Problem, dass es eine ganze Ecke schwieriger ist, die richtigen Güter bzw. die genügend Energie herzustellen. Also, das finde ich, das ist was sehr Cooles und Anno ist auch, finde ich, ein sehr wirtschaftliches Spiel. Spiel gespeichert. So, wieder mal wurde gespeichert und ich würde sagen, damit bin ich auch schon am Ende des zweiten Teils. Ich werde mal hier ein bisschen weiterspielen, immer mal wieder und dann mal abwechselnd, wenn ich mal Zeit habe, ein paar Videos hochladen, damit ihr auch mal ein bisschen Anno 20 findet. Hier stoßen wir gerade noch auf einen weiteren Kollegen. Der ist von Global Trust, also ihm geht es um Industrie. Na, schauen wir mal, was uns da noch so für ein Konflikt erwartet. Also, macht's gut, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Anno 2070 mit eurem Chris auf dem Channel Street Mode 2 Gamers. Macht's gut, ciao!